Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror 2. Im letzten Part haben wir uns weiter auf die Suche nach dem Mörder von Fuller gemacht und das werden wir wahrscheinlich noch eine größere Zeit lang machen. Wir haben uns auch schon ein bisschen in dem Fotostudio umgeschaut, allerdings komme ich an diesen blöden Mechanismus nicht vorbei. Deswegen will ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter hier umschauen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Interessantes. Schau dir den Ozean an. Tu es. Und entdecke irgendetwas. Der Atlantik. Eine verhältnismäßig ruhige Ecke hier. Biddeford liegt in einer großen Bucht. Sobald man die schützenden Landzungen hinter sich lässt, kann es ungemütlich werden. Ja, das glaube ich dir. Ah, hier fehlt ein Auto. Ist ein Auto weg, okay. Ich steige doch nicht bei anderen Leuten. Ich schätze, das Haus ist von Anfang an als Hotel gebaut worden. Für ein reines Wohnhaus ist es zu groß. Vermutlich bewohnen die Besitzer einen Teil der Räume. Der Großteil wird vermietet. Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus kann man... Das erinnert mich an meinen Liebling. Sieht sehr gemütlich aus. Sagst du auch nichts Neues über die Veranda? Und zum Strand willst du nicht runter. Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sagt. Da sagst du auch nichts Neues. Ja, dann gehen wir mal rein. Hast du irgendwas Neues? Vielleicht darf ich ja ins Zimmer von Angelina. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Wissen Sie, dass Miss Morgan verhaftet wurde? Darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Sie wissen es also? Schauen Sie, Darren. Dies ist ein Familienhotel. Ich verstehe. Kann ich mich mal in Miss Morgans Zimmer umsehen? Auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn mir sonst gegenüber der Presse etwas herausrutschen könnte? Ich lasse mich nicht erpressen. Und außerdem, die Zeitung gehört meinem Schwager. Oh, oh, schön für Sie. Ich habe die Karte und die Blumen gesehen, die Sie meiner Mutter geschickt haben. Oh, das war doch selbstverständlich. Wie ich höre, geht es ihr noch nicht besser. In diesem Ort scheint nicht viel privat zu bleiben. Naja, meine Frau ist mit der Frau des Doktors befreundet. Man macht sich ja schließlich Sorgen. Lassen Sie es mich wissen, wenn es meiner Mutter besser geht. Wie bitte? Boah, der war mies. Der war sehr mies. War dieser Typ von gestern nochmal hier? Sie meinen den, der nach Miss Morgan gefragt hat? Ja, ich habe ihn einmal durchs Fenster gesehen. Er ging in Richtung Stadt. Woher kam er? Das kann ich nicht genau sagen. Irgendwo vom Strand, würde ich sagen. Halten Sie bitte die Augen auf. Ich glaube, dass er in die Sache verstrickt ist. In den Mord? Natürlich. Er hat Miss Morgan verfolgt und ihr dann den Mord in die Schuhe geschoben. Was ist hier nur los? Was für Gestalten laufen heutzutage durch unser schönes Biddeford? Jetzt wird er aggro. Was glauben Sie, wer Fuller ermordet hat? Naja, die Polizei hat ja schon eine Verdächtige. Das ist doch Blödsinn. Sie war es nicht. Das hoffe ich auch. Und wenn doch, wird hoffentlich verschwiegen, wo sie gewohnt hat. Ach, das ist alles, worüber Sie sich Sorgen machen? Na, hören Sie mal. Das Wohlergehen meiner Familie hängt von diesem Hotel ab. Wissen Sie, was die Schule meiner Tochter in der Schweiz kostet? 1,99. Da sitzt eine Unschuldige im Gefängnis. Das interessiert mich deutlich mehr als die Schulgebühren Ihrer Tochter. Verzeihen Sie, Sie haben recht. Aber wenn Miss Morgan unschuldig ist, wovon wir alle ausgehen möchten, dann wird die Wahrheit schon ans Licht kommen. Ich werde sie ans Licht zerren, koste es, was es wolle. Das Wetter dürfte ihren Gästen gar nicht schmecken. Naja, viel ist sowieso gerade nicht los. Der Wetterumschwung war ja angekündigt.
Und ehrlich gesagt bin ich momentan auch ganz froh darüber, dass nicht viele Gäste im Haus sind. Sie wissen schon, wegen der Angelegenheit. Hat die Polizei Miss Morgans Zimmer versiegelt? Sie waren gleich heute Morgen da. Haben mich aus dem Bett geklingelt. Ich befürchtete schon, sie würden das ganze Zimmer auseinandernehmen, Fotos machen und Fingerabdrücke nehmen. Sie wissen schon, wie im Film. Aber das taten sie nicht. Der Inspektor sah sich im Zimmer um. Er hat sich einige Notizen gemacht und gesagt, dass nichts im Zimmer angefasst werden dürfe. Aber nach 10 Minuten war er wieder fort, ohne etwas mitgenommen zu haben. Kommen die nochmal wieder? Das weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte der Inspektor etwas Bestimmtes gesucht. Er wollte sich wohl nur einmal umsehen. Also könnten sich im Zimmer durchaus noch Hinweise verstecken. Ich muss mich da umsehen. Und ich werde gründlicher sein als der Inspektor. Ja, es ist nur die Frage, wie komme ich da rein? Ich möchte gerade nicht mit ihm. Der Portier wird mich kaum dort hinein. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hinein? Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen einfach mal zum Strand. Vielleicht können wir da jetzt hin. Okay, hat sich erledigt. Nein, wir können hier leider nicht runter. Schade. Sieht sehr gemütlich aus. Das erinnert mich an mein... Schade, das wäre es jetzt gewesen. Aber es gibt hier sonst nichts mehr zu tun. Sieht sehr gemütlich aus. Das erinnert mich an mein... Tja. Gehen wir nochmal rein bei dem Mistwetter da gerade. Hier liegen einige Magazine, Reiseempfehlungen, Touristeninformationen. Nichts, was mich interessiert. Hier hängen überall Bilder von Schiffen. Entweder interessiert sich der Hotelbesitzer wirklich dafür, oder er erwartet, dass seine Gäste sowas sehen wollen. Ihm gehört das Hotel. In dieser Gegend gibt es viele kleine Hotels in Familienbesitz. An der Tür hängt ein Schild. Privat. Der Besitzer und seine Familie wohnen. An der Tür hängt ein Schild. Grünzeug. Davon verstehe ich in etwa so viel wie von Autos. Das ist nicht so viel. Im Topf ist nichts, außer der Pflanze. Zwischen den Blättern ist auch nichts. Fehlanzeige. Du hast gute Augen, wenn du das von da hinten erkennst. Und sonst gibt es hier nichts. Ich möchte gerade nicht mehr. Und ich kann dir... Hier, willst du Brot? Hätte das sein können. Da. Ja, geht auch nicht. Dann kann ich aber hier jetzt auch nichts machen, weil ich komme an ihm nicht vorbei. Der Portier wird mich kaum dorthin. Da oben ist Angelinas Zimmer. Der Hotelportier lässt mich nicht hochgehen. Aber was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Da oben ist Angelina. Das ist wahr. Ich möchte gerade... Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Aber ich kann hier auch nirgendwo irgendwie hochklettern oder irgendwie sowas. Über die Veranda? Sieht sehr gemütlich, das erinnert mich an mein Lied. Sieht sehr gemütlich, das erinnert mich an... Sieht sehr, das erinnert mich an... Nee, auch nicht über die Veranda. Dann komme ich jetzt nirgendwo weiter. Der Mast ist einem Flaggen vom Atlantik her nichts zu entdecken. Tja. Tja.
Schwierig. Also hier gibt's ja dann gar nichts mehr. Ich würde gerne in das Zimmer von Angelina, aber er lässt mich ja nicht rein. Und, naja, ein bisschen verstehen kann ich es ja schon. Also das heißt, ich muss mich irgendwie an dem vorbeischmuggeln. Ah, das Foto hängt schon aus, schön. Das sind so kleine Sachen, die mich irgendwie glücklich machen, wenn sowas dann wirklich aushängt. Hier gibt's auch nichts Neues. Mir fällt nichts. Sie sagt auch nichts Neues. Tja. Und das Funkgerät will er mir halt einfach nicht geben, oder? Vermutlich ist es sein Original. Ich will das aber haben. Ich will es haben. Ich will es doch nur haben. Ich möchte gerade nicht. Bevor ich jetzt aber wieder bei Fuller reingehe. Will ich mich noch überall ein Täter, bisschen umschauen. Opfer, Verbrechen, Schicksale. Alles ordentlich abgeheftet und damit erledigt. Und wird doch mal ein Fall aufgeklärt, dürfte der Zufall seine Finger im Spiel gehabt haben. Ich glaube kaum, dass sie mich hier in den Akten herumschnippen. Mhm. Wasser zu verkaufen muss ein unglaubliches Geschäft sein. Man füllt irgendwo Wasser in Flaschen und packt ein schickes Etikett und einen Fantasiepreis drauf. Diese ganzen beschissenen Megakonglomerate versuchen es mittlerweile sogar, sich die Herrschaft über die Wasserversorgung ganzer Länder zu sichern. Dann steigen die Preise ins Unermessliche und das sowieso schon völlig verarmte Volk dort ist komplett im Arsch. Das nennt man Marktwirtschaft. Ich bin nicht durstig. Zu den Zellen. Ja, vielleicht kann ich ja... Da geht's zu den Zellen. In solchen saß ich auch schon zweimal nach Demonstrationen. Für die meisten in meinem Bekanntenkreis war das so etwas wie eine Auszeichnung. Ich fand's scheiße. Schade, ich habe schon gemeint, ich könnte sie besuchen. Mhm. Die Polizei müsste kürzlich mit neuen Rechnern ausgestattet worden sein. Alles ziemlich aktuelle 486er. Der neue Pentium-Prozessor ist schon angekündigt. Aber ich frage mich, wer diese Rechenleistung wirklich braucht. Solange meine Sierra Adventures zu Hause laufen, brauche ich jedenfalls kein schnelleres System. Ja, genau das gleiche sage ich auch immer. Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Fuller hatte Dreck am Stecken. Wussten Sie das? Würde mich nicht wundern. Wissen Sie genaueres? Ich glaube, er hat Leute erpresst. So? Das ist eine schwere Anschuldigung. Ich habe keine Beweise, aber die besorge ich mir. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Sie sollten mir bei meinen Untersuchungen lieber nicht in die Quere kommen. Werde ich nicht. Ich suche an den richtigen Stellen. Boah! Sie glauben wirklich, dass Angelina Fuller ermordet hat? Das hat mit Glauben nicht mehr viel zu tun. Wir haben sie blutverschmiert mit der Tatwaffe in der Hand, über dem Toten stehend überrascht. Warum waren sie überhaupt dort? Du meinst mitten in der Nacht? Nun, wir haben einen Tipp bekommen. Aha. Einen... Und das... Das finden Sie nicht verdächtig? Schon. Das ist der Grund, warum ich Ihren geheimnisvollen Unbekannten finden will. Meinen Sie, er ist der Tippgeber? Möglich. Es war ein anonymer Anrufer, der von einem Einbruch bei Fuller gesprochen hat. Sollte der Unbekannte wirklich Miss Morgan beobachtet haben, hat er vielleicht gesehen, wie sie in den Fotoladen eingestiegen ist und hat uns verständigt. Oder er hat ihr eine Falle gestellt. Tja, wir können nur spekulieren, bis wir den Zeugen ausfindig gemacht haben.
Wissen Sie, dass meine Mutter gestern auch fast gestorben wäre? Nein, das wusste ich nicht. Was ist passiert? Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Oh, das tut mir aber leid. Wünschen Sie ihr von mir gute Besserung. Finden Sie es nicht seltsam, dass dieser Engländer hier auftaucht und am nächsten Tag haben wir eine Leiche und eine Schwerverletzte? Wollen Sie damit andeuten, Ihr Unfall war kein Unfall? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten kein Phantomverbrechen nachjagen, Darren. Wir haben ein sehr reales Verbrechen aufzuklären. Haben Sie Angelinas Verfolger schon gefunden? Nein, noch nicht. Sprechen Sie mit Sergeant Kinney. Sie leitet die Suche. In Ordnung. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen einen Erpresserbrief von Fuller zeige? Ich würde sagen, dass Sie sich trotz meiner Warnungen nicht aus der Sache herausgehalten haben. Und wenn ich den Brief in einer öffentlichen Mülltonne gefunden hätte? Dann würde ich fragen, ob Sie Beweise haben, dass der Brief von Fuller ist. Ein Brief in einer Mülltonne kann von jedem stammen. Und dass ausgerechnet Sie ihn gefunden haben, spricht auch nicht gerade für seine Echtheit. Danke. Also gut. Dann habe ich eben keinen Erpresserbrief gefunden. Ich muss in diesen Geheimraum kommen. Dort wird es Beweise geben, dass Fuller Mrs. Biber erpresst hat. Ich bin überzeugt, dieser Engländer hat Angelina eine Falle gestellt. Wenn Sie meinen. Was spricht gegen die Theorie? Dasselbe, das gegen die Theorie spricht, Fuller wurde das Opfer von Vampiren. Es ist sehr unglaubwürdig. Welche Gründe hätte der Engländer, Fuller zu ermorden und die Tat Miss Morgan anzuhängen? Genau das werde ich herausbekommen. Wenn Sie meinen. Wurde Fullers Haus gründlich durchsucht? So gründlich, wie es nötig war. Das heißt? Wir haben einen Mord und eine Tatverdächtige, die praktisch auf frischer Tat ertappt wurde. Wir haben also den Tatort fotografiert und die Spurensicherung hat alles dokumentiert. Haben Sie den Keller durchsucht? Nur flüchtig. Das habe ich mir gedacht. Kannten Sie Fuller? Er war ein Schwein. Und deswegen hat er es verdient, umgebracht zu werden? Warum sollte Angelina ein Dutzend Mal auf ihn einstechen? Warum sollte es jemand anderes tun? Sieht mir nach Leidenschaft aus. Angelina kannte ihn kaum. Vielleicht war sie wie von Sinnen. Eine Literaturstudentin aus England im Blutrausch. Hat es alles schon gegeben. Und wer sagt denn, dass sie Fuller nicht kannte? Vielleicht hatte sie ein verdammt gutes Motiv. Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass jemand ein verdammt gutes Motiv hat, bevor Sie ihn wegen Mordes anklagen? Nicht bei so einer Bluttat. Wer das einem anderen Menschen antut, hat dabei nicht viel nachgedacht. Vielleicht hatte sie überhaupt kein Motiv und es hat einfach Klick gemacht. Wie geht es, Angelina? Naja, sie ist geschockt, verängstigt. Nachvollziehbar. Sie ist Studentin aus England, kommt hierher und wird für einen Mord an jemandem verurteilt, den sie kaum kannte. Die Sachlage ist recht eindeutig. Und trotzdem falsch. Es war jemand anderes. Wir werden allen entsprechenden Hinweisen nachgehen. Bis dahin hat Ihre Freundin ein Problem. Haben Sie den Typen vom Phantombild schon gefunden? Nein, noch nicht. Aber das Phantombild hängt aus. Es wird nicht allzu lange dauern, sofern er noch in der Stadt ist. Wenn er der Killer ist, wird er spätestens jetzt die Flucht ergreifen. Er ist ein Zeuge, bestenfalls. Ist Fullers Leiche schon obduziert worden? Nein, noch nicht. Wir erwarten die Ermittler aus Portland gegen Mittag. Und bis dahin? Warten wir. Toll! Wo ist Fullers Leiche jetzt? Im Krankenhaus. Sie haben da eine Pathologie. Im Endeffekt da, wo sie hingehört. Nun wird also offiziell nach ihm gesucht. Ob das was bringen wird? Ich wage es zu bezweifeln. Ich leider auch. Okay, also mehr gibt es hier auch schon gar nicht mehr. Ja, dann habe ich jetzt ein Problem.
Ich muss im Krankenhaus was unternehmen, aber ich komme nicht weiter. Ich muss im Fullers Büro sozusagen in seinem Geschäft was unternehmen. Ich komme aber nicht weiter. Und ich muss im Hotel was unternehmen. Ich komme aber nicht weiter. Könnte ein leichtes Problem sein. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch schon für mich. Ein schönes Stück. Gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwas finden. Ich muss gerade nicht telefonieren. Vielleicht finden wir noch irgendwo irgendwas Interessantes. Nichts Interessantes zu sehen. Bei dem Bild steht aber auch nirgendwo was. Also das ist eigentlich auch eher uninteressant. Ich denke nicht, dass ich in der Kommode... Sonst... Mehr ist hier, glaube ich, nicht zu finden. Tja. Gehen wir nochmal ins Krankenhaus. Aha, die eine da hinten ist weg. Könnte man ja da mal als Fortschritt bezeichnen. Ich will sie gerade nicht von ihrer... Das ist interessant. Hallo Mama. Ich lasse die Waage lieber hier. Ich lasse die Waage lieber. Du sagst auch nichts, keine oder? Keine Veränderung. Keine Veränderung. Tja. Die Frage ist, hat sein Job ihn zynisch und depressiv gemacht? Oder hat er den Job, weil er schon immer zynisch und depressiv war? Entschuldigen Sie. Oh, Entschuldigung. Okay, ich darf also nicht mal mit ihm sprechen. Ich muss die Schwester irgendwie ablenken. Ja, aber wie? Den Lieferschein will ich auch haben. Ich kann nichts mit. Brot? Nö. Hätte sein können. Willst du Brot? Aber mehr gibt es hier nicht. Sie hat von da aus den Eingang zur Leichenhalle gut im Blick. Ich komme nie an ihr vorbei, solange sie dort sitzt. Das ist wohl leider wahr. Nein, ich bin nicht gewalttätig. Nein, du doch nicht. Alter. Wie komm ich an der vorbei? Und vor allem, wie bekomme ich den Lieferschein? Hier liegt ein Lieferschein. Ich kann nichts mit. Hier liegt ein Lieferschein. Lächeln. Nö. Ich hab gemeint, ich kann dir das geben und dann sagt sie, oh, ich tue es auf Seite. Paket? Kann ich irgendwas in das Paket reintun?
Also irgendwie, hier gibt es nichts. Definitiv nicht. Dann, auch wenn der Part schon vorbei ist, ich schaue jetzt nochmal kurz im Diner vorbei. Und wenn das nichts bringt... Aufdringliches Teil. Besonders Europäer verwechseln neu. Dann weiß ich auch nicht weiter. Mehr von Interesse ist nicht... Weißt du was Neues, Arzt? Entschuldigung, Dr. Newhouse? Oh, okay. Ja, bitte. Der Portier im Wild Coast Hotel ist auffällig gut über den Zustand meiner Mutter informiert. Wie bitte? Ihre Frau quatscht wohl gerne mit seiner. Oh, das tut mir leid, Darren. Ich habe meiner Frau schon mehrfach gesagt, dass sie mit ihren Freundinnen nicht über Patienten reden soll. Genau genommen dürfte Ihre Frau gar nichts über diese Patienten wissen, oder? Ja, wenn das nur immer so einfach wäre. Kommt nicht wieder vor. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Paket. Ich will sie gerade nicht bei dem. Tja, dann muss ich aber sagen, weiß ich auch nicht weiter. Muss ich mir im nächsten Part mal was einfallen lassen, was wir da jetzt noch groß machen können, um noch irgendwie Fortschritt zu verzeichnen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Black Mirror 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.